Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart. Und wieder einmal steht in der Volleyball-Bundesliga die Partie Allianz MTV Stuttgart gegen Dresden auf dem Spielplan. Wie so oft, wenn es in die entscheidende Phase um den Titel geht. In den letzten beiden Jahren trafen sich diese beiden Teams erst im Finale. In dieser Saison geht es schon in der Vorschlussrunde gegeneinander. Und die Vorfreude auf Spiel 1 dieser Halbfinalserie ist zumindest auf Stuttgarter Seite riesengroß. Ja, natürlich. Also wir freuen uns sehr auf dieses Spiel. Das ist der Gegner, den man sich eigentlich wünschen kann in Stuttgart. Es gibt ein Spektakel. Und wir haben sie dieses Jahr schon zweimal schlagen können. Einmal im Supercup-Finale in Berlin und dann auch auswärts in dem wichtigen Pokalviertelfinale. Und natürlich hoffen wir natürlich jetzt auch im Playoffs, das wiederholen zu können. Es wird nicht einfach. Dresden ist ein starker Gegner. Ist in die Saison jetzt auch so langsam richtig reingekommen und man sieht, was die für Potenzial haben. Also es wird sicher ein schweres Spiel, aber wir freuen uns drauf. Allianz MTV als Tabellenzweiter darf die Serie mit einem Heimspiel beginnen. Und sollte es zu einem entscheidenden dritten Spiel kommen, findet das auch wieder im Hexenkessel Scharena statt. Da sind wir sehr froh, dass das so ist, dass wir das Heimrecht jetzt haben, auf unserer Seite haben. Das kann wirklich den Unterschied nachher machen. Ich glaube schon, dass das zwei Mannschaften sind, die auf Augenhöhe sind. Und wie gesagt, die Kleinigkeiten entscheiden das dann. Und dieses Mal haben wir da einen Vorteil mehr auf unserer Seite. Ja. Im Gegensatz zu Titelverteidiger Dresden hat Allianz MTV mit dem Supercup und dem deutschen Pokal in dieser Saison schon zwei Titel gewonnen. Mit dem Erreichen des Halbfinals in der Liga ist auch hier das Minimalziel erreicht. Der größere Druck liegt also sicherlich bei den Gästen aus Dresden. Ja, also ich glaube, einen Druck darf man im Moment jetzt nicht mehr spüren. Wir sind im Halbfinale, wir sind mit der Freude dabei, aber natürlich wollen wir jetzt auch mehr, das ist ganz klar. Also die Mannschaft ist hungrig, die macht sich sicher selber Druck, aber ich spüre jetzt keinen Druck von außen und ich werde auch keinen Druck an die Mannschaft weitergeben. Wir gehen da mit Freude in das Spiel und werden sehen, was dabei rausschaut. Was dann tatsächlich dabei rauskommen wird, kann man dann am Samstag ab 19.30 Uhr sehen. Partie 2 findet dann eine Woche später am 8. April in Dresden statt. Ein mögliches drittes Spiel gäbe es dann wiederum eine Woche später am 15. April in Stuttgart. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart.